Übrigens funktioniert mein Test auch auf altersschwachen Rechnern, braucht aber halt schon eine Grafikkarte, die jetzt nicht von vor 2000 ist, sag ich mal. Weil es sind halt sehr. Leck mich am Arsch! Eine Biene! Oh, Alter, ich hasse dieses Geräusch! Ja, erinnert mich sofort an die echten Bienen. Na, soll's ja auch, ist ja logisch. So, Holz. Wir brauchen Holz. Das und das und das und das. Weiter Steine. Quatsch, was mache ich denn hier? Du kommst nach da, dann kommst du so. Naja, egal. So. Tragen wir jetzt mal den gesamten Berg ab. Ist aber auch nicht gerade so aufregend. Ja, scheiße. Ja, ansonsten, wie gesagt, zu meiner Person, bin Azubi. Tankstelle. Ja, ich weiß, klingt blöd, ist aber gar nicht so blöd, weil ich finde so diese kleine Gemeinde, die bei der Tankstelle halt entsteht, lassen wir erstmal so. Baue ich erstmal nur hier und dann gehen wir weiter. Ich mag halt so kleine Betriebe, ne? So, Jütchen, dann würde ich mal sagen, bauen wir hier mal ein bisschen Sand ab. In der Hoffnung, dass nicht wieder dieses Geräusch-Dingsbums da ist. Sonst muss ich mal gucken, ob ich den Sound runterpegel. Ich traue mich auch schon gar nicht mehr zu reden, während ich hier Sand abbaue. Gut. Versuche ich mal wieder den Sand ein bisschen schneller abzubauen. So und so und so. Und wir brauchen dringend Eisenwerkzeuge. Dann müssen wir mal doch in eine Höhle gehen. Stirb einfach. Wieso stirbst du nicht? Oh, du bist gestorben. Krieg ich jetzt irgendwas? Nö. Naja. Die Musik ist auch so verdammt leise. Oder täuscht mich das nur? Ach, diese Lieder. Ja, wie gesagt, ich bin also kleiner Anime-Fan, na. Und wie gesagt, das sind so die ersten Animes, die ich überhaupt kennengelernt habe. Und weiß nicht. Ich meine, könnt ihr wahrscheinlich erst verstehen, wenn ihr die Animes auch selber geguckt habt. Aber es sind so Animes, die nicht gerade, ja, nicht gerade fröhlich ausgehen, sag ich jetzt mal. Gerade Clannad, wovon dieser Soundtrack ja jetzt ist. Es ist halt ein Anime, der geht ziemlich unter die Haut. Die erste Staffel sind ja zwei Staffeln, einmal Clannad und einmal Clannad After Story. Ja, und die erste Staffel, die ist noch so rein mit Schnulzig. Ich meine, ist auch schön anzusehen. Sogar sehr schön. So, bap. Mach ich auch noch hier. Oh. Aber gerade die zweite Staffel, also Clannad After Story, naja, das geht da halt sehr viel um Leiden und um Zerreißprobe von Familien und vor allen Dingen auch um Zerreißprobe von Persönlichkeiten. Ich meine, ich möchte es nicht spoilern, aber Tomoya, so heißt der Protagonist dort, und was der da in der zweiten Staffel erlebt, das ist schon ganz schön grenzwertig. Also echt. Das wünsche ich absolut keinen. Und wenn man halt solchen Anime guckt, wirklich, das war ja das erste, wo ich mit Animes überhaupt in Berührung kam. Und das fällt einfach so abartig unter die Haut. Ich meine, ich habe, als ich die Anime geguckt habe, das klingt jetzt total behindert. Aber ich habe echt teilweise davon geträumt und hatte auch Probleme einzuschlafen. Weil ich denn, gerade wenn ich die Anime gerade erst geguckt habe, am Abend danach wirklich noch wach lag und mir Gedanken über diesen Anime gemacht habe, wenn ich in so einer Lage wäre. Ja? Vor allen Dingen, was viele ja unterschätzen, ist, dass Animes viel mehr reinwirkt als irgendwelche Filme, die man so im Kino guckt. Ich meine, wenn im Kino irgendein Held stirbt, ich weiß nicht, irgendein, den man super, super sympathisch findet, schön und gut. Weißt du, da guckst du gerade so einen Autorennfilm oder baut einer einen Unfall
Bestes Beispiel, The Fast and the Furious. Damals, den ersten The Fast and the Furious Film, den ich geguckt habe, war Tokyo Drift. So, und da stirbt der Hahn. Ne? Ich glaube mal, den Film kennt jemand, dementsprechend ist es auch nicht schlimm, wenn ich da Spoiler. Den Film kennt jeder, ne? So, und da stirbt der Hahn. Und das war traurig, ja. Aber es hat mich nach dem Film irgendwie nicht mehr berührt. War mir vollkommen egal. Der Film war vorbei, schön. War ein cooler Film. Aber ein Anime. Ich meine, Clannad, der hat ja 24 Folgen pro Staffel. Also 48 Folgen. Eine Folge geht 20 Minuten. Das heißt also, das sind einfach mal 6 Stunden. Jetzt rechne ich falsch. Was mache ich denn da überhaupt? Na egal. Das sind auf jeden Fall knapp 24. Hey. 16 Stunden. Wie rechne ich denn? Also 16 Stunden sind es. So, 48 durch 3. Easy. Und heißt also, man baut 16 Stunden zu einer Person eine Verbindung auf. Und diese Verbindung ist dementsprechend natürlich einfach mal viel heftiger als bei einem 1,5-Stunden-Real-Film. Also. Aber wie gesagt, das habe ich natürlich gleich bei den ersten Animes, die ich gucken dürfte, natürlich auch mächtig zu spüren bekommen. Ah ja, und sowas fesselt dann halt. Und wenn man dann natürlich so schön diese Melodien hört von den Animes, die man schon ewig nicht mehr geguckt hat, ah, das ist irgendwie ein bisschen nostalgisch. So, jetzt haben wir hier so eine schöne kleine Fläche ausgehoben. Sieht der irgendwie größer aus, als ich anfangs dachte hier. Da könnte man ja glatt ein doppelstöckiges Haus drauf bauen. Ich zähle mal ganz kurz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der passt doch perfekt. Dann könnten wir hier eine Zwischenebene reinziehen. So und so. Und so und so und. Was? Warum mache ich die ganze Kacke jetzt eigentlich aus Sand? Och, Ronny, ey. So. Also, guck den Anime. Das wollte ich nur gesagt haben. So. Muppelhäschen. Genau, wir brauchen ja noch einen Ofen, fällt mir gerade ein. Nanu? Nanu? Wo bin ich? Ja. Ich sehe gerade oben links. Seht ihr dieses ganz links in der zweiten Reihe? Infinity? Ich glaub mal, der hat jetzt hier gerade irgendwie. Ja, nicht schön. Aber alles kein Problem. Ist ja Linux. Da kriegt man alle hin. Dann kann ich mich jetzt einfach. Oh, die Anwendung hat sich schon selbst gerade beendet. Mist, ich war zu langsam. Dann schließe ich einfach mal dich. So. Du kannst wieder zu. Und dann geht's weiter. Zugangssicherung, bla bla bla. Ehrlich, Library. Ah, diese ganzen Mod-Tags. Da muss man halt gucken. Wenn euch die Abstürze zu häufig sind, müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, man schadet ja mal gleich an der Position, wo man aufgehört hat. Von daher dürfte das nicht so heftig sein. Ziehe ich hier noch eine Wand rein? Wollte ich aber die. Genau, hier waren wir. Wollten wir hier gerade einen Ofen reinbauen. Wo war das? Du kommst mal komplett raus. Den hätte ich da eigentlich gleich lassen können. Ich rede schon wieder so schnell. So, ein Ofen brauchen wir. Der kommt da und dann kommt der da. Haben wir Kohle. 22. Okay. Dafür, dass wir in noch keiner einzigen Höhle waren, ist das eigentlich eine verdammt gute Ausbeute. Muss ich ja mal so sagen. Wie viel brauchen wir überhaupt? 2, 4, 5, 10, 12. Ba-ba-da-ba-dam. Wir brauchen 12 mal Stein. Das wird natürlich jetzt eine coole Verschwendung, weil es dürften immer 8er Blöcke sein, aber dann kann ich ja noch ein bisschen Fleisch reinschmeißen. Dann ist die Kohle auch ausgelastet. Weil ich meine, bei 22 Kohle muss man wirklich gucken, dass man die möglichst effizient nutzt. Oh, das ist natürlich jetzt ein Traum hier zuzugucken. Ordne ich schon mal hier mein Inventar währenddessen. Nee, die Hacke bleibt da. So, kommst nach da oben gleich. Hätte aber genau gereicht. Mist, zu spät. Scheiße. Wollte gerade noch abbrechen. Hätte mich genau gepasst.
Aber ich dachte, das sind immer 8. Bin ich jetzt falsch irritiert? Falsch irritiert, klar. Klar, klar. So, auf jeden Fall schmeißen wir jetzt erstmal alles nacheinander in den Ofen rein, solange wie es klappt. So, du kommst raus, ich brauch mal gleich, genau. Die Äpfel kommen eigentlich dahin. So, jetzt wieder mit der Umschalttaste oben reinfeuern. Na komm, 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 komm. Alter, die Steaks brauchen immer so ewig. Ich glaube, da passt gar nichts mehr rein. Mach noch die 5 Eier. Das oder das oder das. Oh. Oh. Glück im Unglück. Das zweite passt schon nicht mehr. Wetten, wetten. Na scheiße, jetzt haben wir eins. Na, jetzt haben wir unnötig vollgesteckt Inventar hier. Gut, dich esse ich gleich mal. Brauch sowieso mal wieder Nahrung. Gleich 3. Da wollte ich hin. Du kommst raus, du kommst raus, du kommst raus. Du kommst nach da. So. Okidoki. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Oh mein Gott. Und einmal pennen gehen. So, ich höre schon wieder die ersten Monster. Hm? Hallo. Jetzt ist keiner da. Dann kann ich jetzt da... Oh, oh mein Gott. Es war ein Monster. Einfach mal sterben gehen hier. Alter. Ich brauche Rüstung. Ich erstmal ein paar Äpfel. Weil mit 3 vielen Broten hätte ich mich nämlich nicht mehr generiert und dann wären wir beim nächsten Monster echt ganz schön schlecht dran gewesen. Ja, komm. Ja, sag mal. Geht doch. Ich sehe nichts mehr. Mir fällt die Decke auf den Kopf. So. Du kommst da weg und kommst hier vorne hin. Schon noch mal ein bisschen mehr Platz. Ach. Preise ich die Dinge ein bisschen größer? Das ist aber nur so provisorisch. Ja, doch. Nee, lass ich so. So, also, hier. So. Müssen wir aber hier eine Decke reinziehen. Eine Wand reinziehen. Weil wenn es so offen ist, ich meine, später kann man es dann immer noch vergrößern. Wobei, dadurch, dass das da so gehoben ist, wäre das auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir den hier später in der Etage haben und in der Wohnung praktisch da so runter geht, wisst ihr? Na nun, wieso kommt denn... Wieso kommen diese schwarzen Monster nicht? Die stehen nur da, jetzt kommt er. Siehst du? Okay, jetzt geht er erstmal weg. Und kommt wieder. Wie gesagt, das Verhalten, das haben komischerweise nur die Schwarzen. Der ist natürlich blöd zum Angreifen, weil wenn er weggeht, meistens nach links oder nach rechts erstmal abhaut. Wodurch du den erstmal neu anvisieren musst. Aber so Taktiken zum Monster umbringen, das sind dann Sachen, die kommen alle mit der Zeit. So, wir brauchen Holz. Und zwar nicht gerade wenig. Wir müssen schließlich einen ganzen Zwischenboden reinhämmern. Klaro, mit einer Spitzhacke. Ronny, du bist ein Genie. So. Einmal das, einmal das. Machen wir gleich 2. Machen wir gleich 2. Ich höre was. Ich hoffe, das ist ein Tier und kein Monster. Aha, aha, aha. Machen wir gleich 2. 2 sind gut. Das kommt da, das kommt da. Ihr könnt doch erstmal 2 Kisten bauen. Mein Inventar ist mich jetzt schon voll. So, 16 Holz brauchen wir. 2x8. Ansonsten die Bedienung wisst ihr. Wenn man etwas in der Hand hat, kann man alles hinlegen, indem man mit der linken Maustaste draufklickt. Mit der rechten Maustaste legt man immer nur 1 hin. Und mit der mittleren Maustaste legt man immer 10 hin. Ich hoffe, man sieht die Zahlen hier im Video dann später auch gut. Und beim Abnehmen, also wenn ich jetzt hier wegnehmen möchte, dann linke Maustaste alles. Und die rechte Maustaste ist genau die Hälfte. Bei einer ungeraden Zahl generell. Ein halbes mehr als die Hälfte. Heißt also 1 mehr als das, was da liegen bleibt. So. Da gibt es übrigens dann keine Funktion mit der mittleren Maustaste. Dann nimmst du dann... Habe ich gerade irgendwas gesagt? Also gut, da nimmt man dann auch mal gleich 10. Aber dann müssen wir doch gleich eigentlich wieder 10 hinpacken, ne? Ja. Also, mittlere Maustaste sinnfrei. Egal. Egal. So. Wir haben 2 schicke Kisten. Die stelle ich erstmal hier hinten hin. Nee. Oh Mann, ey. Also wir bräuchten jetzt schon irgendwie etwas, einen Eingang, damit ich weiß, wie ich die Räume aufteile. Weil wenn ich in die Kiste was reinpacke, dann kann man die ja nicht mehr wegnehmen.
Halt, also die müssten jetzt schon irgendwo stehen, wo sie dann wirklich stehen bleiben. Dementsprechend würde ich sie am besten hier in die Wand reinhämmern. Ist der Fahrt auch den Engel hier, lasse ich? Genau.